Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, Freunde, Achtung, hallo. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Nicht nur für mich, sondern für eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir. Denn die liebe Anna Lipke hat ihre erste eigene Lidschattenpalette in Zusammenarbeit mit Love Cosmetics rausgebracht. Und ich habe sie hier und wir werden sie testen. Und zwar werden wir sie auf Herz und Nieren überprüfen und schauen, wie gut diese Palette von Love und Anna ist. Und wir legen auch gleich los, Freunde. Wir werden zwei verschiedene Looks mitmachen. Und zwar nicht auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das, sondern wirklich in Depth werden wir einen Look auf beide Augen machen. Ich habe mich farblich schon mal so ein bisschen an die Palette angelehnt und ihr habt sie mit Sicherheit schon bei mir oder bei Anna oder bei einem meiner Kolleginnen und Kollegen gesehen. Sehr, sehr schön, sehr schöne Palette. Erstmal, bevor ich es vergesse, herzlichen Glückwunsch, Anna. Das ist ein ganz, ganz besonderer Schritt und ein ganz, ganz großer Meilenstein in deiner Karriere und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Falls ihr Anna nicht kennt, ich lasse ihr Instagram und YouTube einmal unten in der Infobox stehen. Anna ist einer der schönsten Menschen, die ich kenne, nicht nur von außen, sondern vor allen Dingen auch von innen und eine ganz, ganz liebe. Und ich erinnere mich, da habe ich sie das erste Mal gesehen. Ich glaube, das war auf der Glow vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, also schon eine ganze Weile her. Und ich freue mich einfach, dass sie jetzt die Chance hatte, mit Love eine wunderschöne Palette rauszubringen. Ich habe sie schon gesehen vorab und habe mich auch entschieden, dass ich dieses Video für euch drehen möchte. Einmal natürlich, weil es einfach für Anna ist. Und ich finde, es gehört sich einfach, dass man seine Kollegen supportet. Und ich habe mit Anna auch drüber gesprochen und mir ist es wichtig, dass ich meine Kollegen einfach unterstütze. Und das heißt nicht, dass ich jetzt, wenn hier irgendwas drin ist, was mir nicht gefällt, das einfach schönrede. Ihr wisst, wie ich meine Kritik aufbaue, aber ich möchte es euch einfach zeigen. Und das ist einmal die Palette. Wir haben 8 Farben mit drin. Wir haben 6 Matte und 2 Schimmertöne. Sehr, sehr schöne Farben. Und wenn ihr Anna kennt, dann wisst ihr, das klingt immer so doof, aber das ist Anna. Anna hat immer ein sehr, sehr perfektes Gesicht, wie gemalt. Wunderschöne Haut und dann diesen Smoky Eye Look. Immer in diesen natürlichen braunen Tönen und sie hat sehr, sehr schöne Augen und sie fokussiert den dunkelsten Ton immer nach außen und das sieht wunderschön aus. Anna ist aber auch ziemlich sexy, das muss man dazu sagen. Und sie hat dazu einfach auch nochmal hier 4 etwas dunklere Farben reingemacht. Wir haben ein sehr kräftiges Rot, ein ja so ein bisschen beerig, ein Schwarz und ein dunkles Braun und wir werden die dunklen Farben heute auf jeden Fall auf meinem Auge austesten. Ich lasse euch den Link einmal unten in der Infobox. Die Palette gibt es ab jetzt auf Love. Ich lasse euch den Link einmal unten. Dann könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Ihr unterstützt damit Anna sehr und wir probieren sie aus. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher geholt, damit ihr alles sehen könnt. Ich zeige sie euch jetzt nochmal von Namen. Also, sie ist extrem hochwertig. Das ist nicht so billiges Plastik wie... Ich hatte euch neulich eine andere Palette gezeigt. Das ist dieses billige Plastik. Das ist ein sehr, sehr hochwertiger Kunststoffbehälter. Wunderschön in Gold und das spricht Love und Anna. In der Palette sind 12 Gramm und die Palette ist made in EU, in Polen sogar. Also die ist nicht in Asien gemacht, sondern die ist in der EU produziert worden und es sind sehr, sehr schöne Schätzchen. Ich glaube, wir starten als erstes mit, ich weiß es nicht, mit dem kräftigen Rot. Ich nehme als erstes einen kleinen Pinsel von Letizia, das ist der N4 und gehe als allererstes in die Farbe, hier ist übrigens so ein kleiner Zettel mit dabei, in die Farbe But I Am An Artist. Das ist dieses dunkle Rot, gar kein Kickback, Pinsel sieht gut voll aus, ich nehme mal das Zettelchen weg, klopfe einmal ab und setze mir die Farbe schon mal hier außen hin. Oh, schaut mal, wie deckend die Farbe ist. Ich habe jetzt hier einfach nur so ein bisschen was in meine Lidfalte gegeben und die Farbe kommt direkt raus. Mein Lid ist übrigens gesettet. Also ich habe keinen Lidschattenprimer genommen, der nochmal das Pigment festhält, sondern einfach normal Concealer und dann mit Puder gesettet, wie unter den Augen. Ich finde, das ist immer so eine Sache. Entweder man nimmt einen Primer und dann halten die Lidschatten natürlich ganz, ganz anders. Aber ich finde bei Reviews und damit das so authentisch wie möglich ist, mache ich das so wie immer. Einfach setten und dann mit dem Lidschatten drauf. Und wenn er dann so deckend ist, wie hier außen jetzt beispielsweise, krass.
die Farbe ging extrem gut aufzutragen. Ich mache das Ganze einmal nochmal auf der anderen Seite. Ich gehe hier rein, klopfe einmal ab, stempel und dann wandere ich einfach so ein bisschen in der Crease lang. Da ich ja das intensive Rot benutzen möchte, nehme ich jetzt einen kleineren Blendepinsel und gehe in die Farbe. Wo ist sie? Create, das ist dieses extreme Rot. Auch das hat kein Kickback oder minimal, also das ist normal. Und damit verblende ich jetzt die Farbe von eben. Ich bleibe direkt auf der Linie, dass ich erstmal dieses lila-rot-Beere ausgeblendet kriege. Verbinden sich gut miteinander. Das ist ganz verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt in der Kamera, aber wenn ich mir das hier so von nahem anschaue, dann ist der Blend wirklich ganz, ganz dunkel und der Sprung hier zwischen ist sehr, sehr groß. Das heißt also, ihr habt viele, viele Farbabstufungen, die ihr damit ausblenden könnt. Und wenn ich jetzt hier nichts mehr aufnehme, dann wird das wie so ein ganz zarter Rosaton. Richtig schön. Okay, das Ganze ging extrem schnell, oder? Crazy. Das geht so einfach. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel, gehe ganz leicht in den hellen Ton hier vorne rein und blende damit so ein bisschen die Kante aus, damit es hier schön weich ist. Das Krasse ist, die Farbe von eben ist schon so dunkel, dass ich eigentlich gar nichts Dunkleres mehr bräuchte. Wir gehen jetzt aber doch nochmal ganz leicht in diesen Schwarzton und setzen uns das direkt hier hin. Und ich mache das ein C, aber in die andere Richtung. Sehr schwarz. Oh, she's vampy today. Was sagt er? Also das Schwarz ist sehr, 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 sehr dunkel. Ich lieb's. Ihr könnt damit bestimmt auch guten Eyeliner machen. Was ich mir gewünscht hätte in der Palette vielleicht, um das auch mal mitzugeben, ist, wir haben jetzt hier zwei sehr helle Schimmerfarben, die ihr mit Sicherheit auch gut als Highlighter benutzen könnt. Mir persönlich würde vielleicht noch so ein schönes, schimmerndes, dunkles Rot gefallen. Geht natürlich nicht in dieser Palette. Für mich hätte ich beispielsweise diese Farbe da jetzt aber auch nicht reingemacht. Aber das ist persönliche Präferenz. Das ist nicht meine Palette. Und man kann ja trotzdem sehr, 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 sehr gut damit arbeiten. Ich blende dieses Schwarz wieder mit dem Rot hier aus. Und zwar nach innen. Mal was ganz anderes. Und jetzt seht ihr auch, dass das eigentlich kein Rosa ist, sondern nur die Kombination aus diesen beiden, das so ein bisschen in dieses Beerige bringt. Wenn ich nur dieses Rot benutze, habe ich ein intensives Rot. Okay. I stand. Also das Rot gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem dieser Blend zwischen Rot und Schwarz ist mal was anderes. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war jetzt eigentlich eher Zufall, aber ich lieb's. Ich mache einmal meinen unteren Wimpernkranz und dann schauen wir mal, wie das Ganze mit Lashes aussieht. Ich habe mir noch ein bisschen was ins Inner Corner Highlight gegeben, Freunde. Ich fühle mich richtig sexy gerade. Es ging, ja okay, nicht mehr ganz so. Es ging so, so gut und ich liebe diesen Look. Dieses Schwarz, sehr, sehr intensiv, lässt sich gut ausblenden mit dem Rot. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Also die fünf Farben, die ich jetzt benutzt habe, fantastico. Ging sehr, sehr gut. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Aber das ist ja oft so bei den Co-Creations, wenn Influencer Produkte mit Marken rausbringen. Ich habe noch kein Produkt gesehen, was schlecht war. Just saying. Also, ich liebe, liebe, liebe diesen Look. Ich werde jetzt definitiv ein Reel daraus machen, weil I love it. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir machen direkt weiter mit Look Nummer 2. So, weiter geht es mit Teil 2. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, welche Farben wir jetzt hier benutzen. Also, kleines Rückblick. Ich habe das Ganze eben gemacht. Es hat auch nicht das Lid verfärbt, die roten Farben. Also das ist ja oft so bei so intensiven roten und bordeauxfarbenen Tönen, dass das Lid gefärbt wird. War kein Problem. Jetzt bin ich richtig gespannt, weil ich glaube, dass die natürlichen Farben perfekt für den Alltag sind, weil sie halt sehr, sehr alltagstauglich sind. Welche Farbe ich nicht benutzen werde, ist diese hier. Kleiner Pro-Tipp, den habe ich von Letizia gelernt, ist, wenn ihr Farben wie diese hier beispielsweise noch feiner ausblenden wollt, geht mit so einer helleren Farbe einfach darüber und dann kriegt ihr es ausgeblendet. Ich gehe jetzt mit einem fluffigen Pinsel in dieses Braun. Hat gar kein Kickback, Pinsel sieht sehr gut voll aus und die Farbe gebe ich mir jetzt hier mit nur ganz leichtem Druck, weil sie sehr pigmentiert aussieht, in meine Lidfalter.
Das als Bronzer für ein bisschen dunklere Haut. Yes. Berühre kaum mit dem Pinsel mein Auge. Wir gehen jetzt mal ganz leicht in diesen hellen Ton hier und gehen damit einfach hier rüber. Damit könnt ihr euren Lidschattenprimer immer sehr gut setten. Mache ich jetzt persönlich nicht, aber sehr, sehr schöne Transition Shade. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Farben ihr im Alltag eher tragt. Seid ihr eher hier in dem etwas helleren, natürlicheren, bräunlichen Bereich oder geht ihr wirklich auch mit dunklen, intensiven Farben rein? Schaut mal, wie schön deckend die Farbe ist und wie gut ich die ausblenden kann. Das ist ja verrückt. Die Farbe sieht auf dem Lid so ein bisschen wie feucht aus. Ich nehme jetzt den Pinsel von vorhin, das ist dieser kleine Pencil Brush, und gehe in dieses dunkle Braun. Und setze mir das hier vorne schon mal hin. Das hatten wir ja eben schon mal, aber hier seht ihr jetzt das nochmal in einer anderen Kombination. Und ziehe es dann wieder hier hoch. Ich liebe im Moment diesen, ja, was ist das? Ist das ein Halo-Eye? Ich weiß es nicht so genau. Kein Kickback in der Palette. Und auch unterm Auge nicht. Schaut mal, wie schnell und einfach. Ich nehme jetzt hier so einen kleinen fluffigen Pinsel und blende jetzt hier einfach nochmal das dunkle Braun so ein bisschen aus. Das Schöne bei diesen Looks ist, das muss nicht mal ordentlich sein, weil wenn ihr den Schimmer einfach rübergebt, habt ihr einfach so einen perfekten Touch of Brown, of Blending. Und das geht so, so gut. Schaut mal, wie unkompliziert. Mit dem Pinsel von eben gehe ich jetzt doch nochmal in dieses Schwarz. Sehr mutig, aber das ist so schön gewesen. Und das tone ich hier einfach nur nochmal so ein bisschen mit rauf, dass ich es noch ein Stückchen dunkler kriege. Auf mein bewegliches Lid gehe ich jetzt mit diesem Gold. Auch das ist extrem cremig. Oh, ich muss ein bisschen abnehmen. Schaut mal. Und das gebe ich einfach hier rüber. Hier so ein bisschen wieder das Braun rein. Als Inner Corner Highlight nehme ich das helle Silber, ist das. Und setze mir das hier hin. Ja, das ist ein bisschen zarter. Ich habe jetzt für diesen Look nur Mascara ausgewählt, weil ich finde, dass es den Look ein bisschen natürlicher wieder macht. Er ist zwar schon recht dunkel wieder, aber sieht sehr, sehr schön aus. Ich überlege, ob wir sogar eine rote Lippe dazu tragen. Wir probieren es mal aus. Und das ist einmal der zweite Look mit der Anna Lipke und Love Palette. Ich finde den perfekt. Mit dieser roten Lippe als Statement. Ein braunes Oberteil, knallige Lippen und dann dieses zarte, ganz fokussierte, braun-schwarze, goldene Augen-Make-up. Ich lieb's. Sehr, sehr edel. Der silberne Ton war ein bisschen schwach, aber man kann ihn wahrscheinlich nass machen. Er ist halt sehr cremig, ne? Kann man auch bestimmt gut als Highlighter benutzen. Ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu dunkel. Ja, doch, geht. Süß. Oh. Oh. Yes. We love a Multitool Queen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Ich finde ihn wunderschön. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Anna. Super Palette, super Qualität, made in EU, schöne Farben, guter Preis für sehr, sehr hochwertige Palette. Das ist nicht mehr Drogerie, das ist schon gutes, mittelpreisiges Segment und ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Ich setze euch die Links einmal unten in die Infobox, hinterlasst Anna ganz viel Liebe unter diesem Video und schaut gerne bei La vorbei. Herzlichen Glückwunsch, ein ganz, ganz tolles Produkt und ich freue mich, sie weiter zu testen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende und würde vorschlagen, wir sehen uns am Montag hier wieder. Passt auf euch auf!